Hey Leute, willkommen zurück zu Mafia 2. Gib Gas, er entwischt uns. Ja. Ich stehe schon voll auf dem Gas, Joe. Die Karre geht nicht schneller. Letztes Mal haben wir Kippen vertickt, das lief nicht ganz so gut, denn die Jungs hier haben uns das Geschäft versucht streitig zu machen. Das heißt, sie haben unsere Kippen ein bisschen weggeplotzt, aber nicht geraucht, sondern mit einem Molly angezündet. Was zur Hölle? Scheiße, wir müssen Eddie Bescheid sagen. Ruf ihn von der nächsten Telefonzelle aus an. Wie? Ich hab doch... Wie habe ich die jetzt verpasst? Ich bin voll Tempo hinter denen hergefahren. Naja, das waren irgendwelche komischen Rock'n'Roll-Typen. Und die legen sich mit der Familie an. Das wollen wir mal sehen. Jetzt bin ich in Chinatown. Das ist aber auch nett, die Lampignons. Okay, wo ist denn hier die nächste Telefonzelle? Ich sehe gerade keine. Sieht man die deutlich? Sind das nur so Kästen oder sind das richtige kleine Häuschen? Okay, ich sehe gerade... Nein. Keine Telefonzelle. Ich hätte beinahe jetzt schon was Doofes gesagt, aber es ist ja 1951. Es ist nicht die neue Zeit. Von daher haben die noch keine Handys. Nee, man muss halt immer wieder drüber nachdenken, dass man hier in einer anderen Zeit unterwegs ist. Wo ist jetzt hier eine Telefonzelle, sag mal? Zerfix. Die hatten doch damals bestimmt viel mehr von den Dingern rumstehen. Heutzutage ist das ja echt so, dass die aussterben. Telefonzellen findet man nur noch ganz selten. Und wenn, dann sind die meistens genauso, wie man es nicht braucht, nur mit Karte zahlbar oder so. Wer hat noch so eine Telefonkarte? Das ist totaler Quatsch. Ich sag ja, irgendwann rennen wir wahrscheinlich alle mit so einem Credit-Stick rum. Was ich eigentlich total gut fände. Ach, da ist einer. Ja. Sieht man das auf der Minimap? Dann habe ich vielleicht schon eine verpasst, da war ich unaufmerksam. Ich gucke halt nur auf dem... Ja, hier optisch, wo eine ist. Naja, auf jeden Fall fände ich es ganz cool, weil Credit Sticks, dann kann man auch im Ausland viel besser zahlen. Wobei dann wieder der Wechselkurs dazu kommt in den USA und naja, wäre nicht so toll. Well, du hast $540. Okay, ja. Also man muss wirklich Geld zahlen? Cool. Eddie, ich bin's, Vito. Wir haben ein Problem. Wir haben gerade Zigaretten ausgeliefert, als plötzlich ein paar Halbstarke aufgetaucht sind. Die haben den LKW angezündet. Was? Verarschst du mich? Ihr seid nicht mit ein paar Halbstarken fertig geworden? Was für eine Scheiße ist da abgelaufen? Hör mal, Eddie. Hey, wir können nichts dafür. Sie haben den Truck abgefackelt, bevor wir wussten, was los ist. Und alles ist verbrannt. Okay, wir haben einen von ihnen abgeknallt, aber... Ist mir doch scheißegal. Ich will meine Kohle. Ich habe 2 Riesen für die Karre bezahlt und will sie wiederhaben. Ein Glück für euch beiden Nullen, dass ich Dereks Mann Steve mitgebracht habe. Wir haben gerade darüber gesprochen, was wir mit diesen Pennern machen sollen. Wir kümmern uns jetzt um sie. Steve trifft euch dann im Crazy Horse. Kennt ihr das? Okay, Crazy Horse. Ja, ich weiß, wo das ist. Steve bringt ein paar Jungs mit. Zeigt ihnen, dass man so nicht mit uns umgeht. Aber keine Schießerei. Das soll wie eine Schlägerei zwischen 2 Gangs aussehen. Ich will morgen in der Zeitung nichts von einem Blutbad lesen. Geht klar, Eddie. Keine Sorge. Wir machen das schon. Wow. Wir treffen uns mit Steve vom Crazy Horse. Die gute Nachricht ist, er wird uns helfen. Die schlechte, dass Eddie die 2 Riesen zurückhaben will. Scheiße. Glaubst du, wir können aus dem Typen 2 Riesen rausprügeln? Keine Ahnung. Mal sehen, was Steve so im Schilde führt. Der macht das nicht aus reiner Gefälligkeit. Komm jetzt. Was hätten wir denn machen sollen? Das war echt eine doofe Situation. Ich meine, die haben uns einfach mal so überrascht. Ach, Eddie war am Telefon stinksauer. Wär ich und auch. Wie? Ich bin gerade auch stinksauer. Wenn diese Arschlöcher nicht genug Geld haben, prügel ich ihnen Scheiße im Wert von $2000 aus dem Arsch. Ich bin dabei. Aber warum arbeitet Steve für Eddie? Er arbeitet für Derek und Derek ist einer von Vincis Bossen. Woher soll ich das wissen? Aber hey, du nimmst trotzdem weiter Jobs von Derek an, oder? Obwohl du für Eddie arbeitest. Wir tun doch alle, was wir tun müssen. Okay, ich fahr jetzt mal ohne Tempomat. Ihr habt mich ja soweit. Man muss halt ein bisschen mehr aufpassen und darf nicht so viel labern und mich dann in der Spielwelt verlieren. Ihr könnt euch ja umgucken. Ich mach das dann vielleicht irgendwann anders. Ich würde auch gerne mal eine neue Knarre kaufen. Aber es gibt wahrscheinlich noch nicht so viel Neues. Ich habe ja die 1911er, das ist eigentlich so der beste Colt, finde ich. Und mit einem Maschinengewehr weiß ich nicht, ob das so praktikabel ist, wenn ich das in der Jacke bei mir habe hier. Würde man vielleicht auch sehen. Keine Ahnung, ob man das hier verbergen kann.
Also im ersten Teil ging das ja noch. Da konnte man so eine Tommy Gun, also eine große Waffe konnte man verbergen. Die andere musste man dann mit sich tragen. Und das war dann immer so ein Grund für die Polizei, mich abknallen zu wollen. Keine Ahnung, die sind da ein bisschen strikt. Alles klar, die Jungs, da haben wir ihr Lager. Ich finde die Karre eigentlich ganz gut, die gefällt mir. Guck mal, so ein Hot Rodder mit so einem schönen, ja, Einspritzen. Was ist das für ein System? Keine Ahnung, da kommt auf jeden Fall Luft rein. So, moin. Hey, Steve. Hey. Hey, Jungs. Marty, was machst du denn hier? Hey, Joe. Ich bin diesmal mit dabei. Steve braucht Unterstützung und nimmt mich mit. Steve, ist das nicht... Da lernt der Junge mal was. Was wollen wir hier, Steve? Die Typen hängen doch immer in der Gießerei rum. Hier treffen sie sich immer, also fangen wir hier an. Dann fahren wir rüber zur Gießerei und bringen den Job zu Ende. Und wieso hilfst du uns bei dieser Sache? Die Saukerle haben die Karre von meinem Cousin geschrottet. Haben ihn ausgeraubt und ihm 3 Zähne ausgeschlagen. Diese Arschlöcher machen überall in der Stadt Ärger. Letzte Woche halt haben sie... Halt die Fresse. Jetzt rede ich. Schon in der Bibel steht, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und deshalb werden wir mit der Bude anfangen. Was hast du vor? Erstmal aus der Hütte Kleinholz machen. Ach, und wie? Na damit. An die Arbeit. Es geht los, Jungs. Macht mit, oder steht uns wenigstens nicht im Weg rum. Den Wichsern reißen wir den Arsch auf. Was für eine Scheiße geht denn hier ab? Na super, ich dachte keine Knarren. Das macht Spaß. Okay. Alles zu schießen. Da sind noch ein paar Fenster ganz, Jungs. Oh, die geht aber ganz schön schnell leer, du. Okay, das reicht. Zeit für ein kleines Geschenk. Vito, Marty, ich habe Molotow-Cocktails im Kofferraum. Holt sie und schmeißt sie rein. Mit oh, ja. Vergnügen, Steve. Oh, man kann die Waffe doch wegstecken. Ja. Und noch einer. Hehehehe. Lass mich mal. Fang! Oh! Okay, und jetzt auf zur Gießerei. Ah, oh, ich liebe es, Chaos anzurichten. Wir treffen euch zwei am Haupttor. Alles klar. Komm, Joe. Warum kann ich nicht fahren? Hallo. Ich kann nicht einsteigen. Jetzt. Ich wollte vorfahren. Wow, was ist denn? Auf dem Schotter hier hat die Karre überhaupt keinen Grip. Aber ich find's geil, dass die Autos jetzt auch anders sind. Also. Im Gegensatz zum ersten Teil. Also das kann man nicht vergleichen mit dem ersten Teil. Da waren die Karren wirklich, wirklich Schrott. Also sogar diese super tollen. Die Ralphie uns immer angepriesen hat als der Heiland unter den Autos. Die waren totaler Quatsch. Die waren sehr, sehr langsam, haben sich schlecht gesteuert. Und die hier sind eigentlich sehr cool. Hast du noch mehr Mollys? Nein, schade. Habt ihr einen Basie übrig? Hey, was habt ihr hier zu tun? Wir sind der scheiße Spur gefolgt. Nächster. Ha, sehr gut. Euch mache ich kalt. Joe, pass auf! Danke, Kleiner. Scheiße, die haben Kanonen. Macht sie fertig. Also doch, Blutbad. Mich ran. Das wäre schon. Du mieses Schwein! Los, du Arsch! Nicht so zimperlich, Jungs! Hältst du durch? Das Schwein hat mich getroffen! Mach schon, leg ihn um! Fuck, der Wichser hat mich getroffen! Jetzt ist er fällig! Bei der Pistole auf die Entfernung ist doch nicht so. Wow, bleib doch mal länger draußen! Schreib eine Karte aus dem Jenseits! Ich krieg keine freie Schussbar! Oh, guter Schuss! Danke! Du bist tot! Ein bisschen schießen kann ich ja vielleicht doch. Du kriegst mich nicht! Ich mach mich da wirklich immer kleiner, als ich bin, aber... Trotzdem. Du bist nicht gut, du bist schlecht. Au, was schießt ihr denn? Los, los, los! Ich geb dir Deckung!
Keinen Kopfschuss? Na komm raus. Komm schon. Zeig Köpfchen, komm. Zeig dein Köpfchen. Das war ein Kopftreffer. Schleichen wir von hinten an. Wie von hinten? Zur Hölle! Ey, Joe, nicht. Los, die Feuerschutz! Versuch's nur, Schwanzgesicht! Die Knarre ist leider nicht die genaueste. Vor allem nicht, während ich laufe, aber es geht. Wo seid ihr, Schwanzgesichter? Dort. Wie viele wir schon kalt gemacht haben. Greif an! Kann mir mal jemand helfen? Mal eben die ganze Bande auslöschen in so einer spontanen Aktion. Oh Gott. Ah, das ist Joe. Okay. Und der Ratti. Na, die töte ich nicht. Scheiße Abmarsch! Scheiße Abmarsch? Die nächste Kugel ist für dich! Oh, komm schon. Das war ein Treffer. Lass mir noch was übrig, Arschloch! Ihr sitzt in der Falle, kreist den Bastard ein! Wie denn immer noch? Steve hat's drauf! Fick dich! Er ist tot. Na komm. Wer rettet da? Ach, das sind die Feinde. Ich dachte, das wäre einer von uns. Ratatata kommt jetzt. Da ist doch noch einer hinter der Tonne. Ich habe ihn gesehen. Ach Mann. Ah, den... Alles klar, jetzt habe ich wieder so viel Schuss. Wir sehen uns in der Hölle! Colt habe ich auch noch. Na komm, das war's jetzt aber. Wir haben die ganze Bande hier abgeschlachtet. Oh, schöne Karren. Wahnsinn mal. Weißt du, warum muss das immer ausarten? Von wegen hier... Oh, eine Magnum. Also, von wegen hier kein Blutbad. Und jetzt wird's doch genau das. Oh, wie gut. Der Garant. Und, Swift Cola? Oh, geil. Hauptsache gesunde Ernährung. Eine Cola und noch ein Burger hinterher. Komm. Nom, 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 nom. Da haben die echt mal hier eine Garant rumliegen. Das ist doch ein Kriegsgewehr. Oh, es hat einen guten Zoom auf jeden Fall. Wahrscheinlich kann ich damit richtig gut schießen, wenn ich treffe. Also richtig zielen und dann. Hat keinen Streuer, meine ich. Es verzieht nicht. Oh Jungs, ihr klappt mir meine Deckung. Finde ich nicht cool. Ich mach dich fertig! Oh Gott. Ich bin wieder nicht. Wenn ich am Leben bis der Kampf vorbei ist. Ich sehe nichts. Und los. Ich gebe euch Deckung. Alles klar. Oh, das war Joe. Sorry, Joe. Soll ich zurückgehen? Ach nee, komm. Selbstheilung läuft schon. Legt ihn um. Einfach ein bisschen laufen, dann geht's wieder. Guck. Genau. So läuft das. Könnt ihr euch nicht so Banderolen anziehen, dass ich weiß, wer wer ist auf die Entfernung? Wäre ziemlich cool von euch. Komm raus. Mir doch egal, wer du bist. Du bist eh gleich tot. Ich hab noch ein
paar mehr Kopftreffer landen. Ach komm Leute, lasst mich doch mal vor. Ich mach das so gerne. Sowas macht mir Spaß. Was war das denn? Eine Schrotflinte. Nö. Ist mir zu primitiv. Da muss ich ja nicht mal wirklich zielen. Einfach rein sprayen. Aber ich merke gerade, laufen und schießen ist nicht so gut. Zeig dein Köpfchen. Schade, hab gleich nichts mehr. Haben die da Maschinengewehr? Los, ich geb dir Deckung. Oh, guter Schuss. Schreib eine Karte aus dem Jenseits. Guck mal, es ist wirklich, es ist ein Abschlachtfest hier. Es ist mehr als so eine Schießerei. Der hatte auch eine Schrot. Ich glaube, das war's jetzt aber. Oh, Porno? Porno! Oh, Nippel. Oh, Nippel, 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 Nippel. Keine Nippel. Ja, ich weiß, es ist ziemlich kindisch, aber ich darf es nicht zeigen. YouTube wird erwachsen. Jede Frau hat Nippel. Und sogar Männer haben Nippel. Da sagen sie nichts, weißt du? Oh. Ja. Ach, die kann ich auch sammeln. Ich habe ein ganzes Arsenal dabei. Jetzt. Ach, die Magnum hätte ich auch mal nutzen sollen. Vorsicht, der hat eine Knarre. Oh, okay. Weißt du, alle von denen sind tot. Von uns aber kein einziger. Das finde ich ein bisschen unrealistisch. Das hier ist schwer aus dem Ruder gelaufen. Das wird Eddie gar nicht gefallen. Eddie wird's verstehen. Was hätten wir tun sollen? Uns umlegen lassen? Diese verdammten Arschlöcher machen jetzt keine Schwierigkeiten mehr. Nie wieder. Und was jetzt, Steve? Jetzt? Jetzt fahre ich nach Hause, esse ein Steak, nehme eine Dusche und gieße mir einen hinter die Binde. Na dann, viel Spaß dabei. Joe und ich haben noch was vor. Wir sehen uns später. Scheiße. Wo nehmen wir die zwei Riesen für Eddie her? Sag mal, wie viel könnte so eine Karre bringen? Mann, Vito, du bist ein Genie. Diese Babys sind nicht billig. Ich wette, für den hier rückt Derek mindestens einen Riesen raus. Okay. Klingt gut. Bis dann an der Bar. Sag mal, ich hab natürlich wieder den, wo man das Schloss knacken muss, ne? Verdammt! Na. Alles klar, ich werde den mal abgeben. Wo muss ich denn da nochmal hin? Warte. Zu Hause? Zu Hause! Bruski, war es der? Nein. Wo ist er nochmal? Giuseppe? Was? Ich soll da runter? Ach nee, an Derek verkaufen. Alles klar. Oh ja, geil! Ich halte die Klappe. Some fun tonight. Long call, Sally. War es nicht Little Richards oder wie heißt der Typ? Ziemlich cooles Lied. Geht voll rein. Finde ich. Oh, ich liebe Rock'n'Roll, ne? Hab ich das schon gesagt? Wahrscheinlich! Schon mehr als einmal sogar. Dessen bin ich mir stark bewusst, weil es ist eigentlich so die Musik, bei der ich immer so ein bisschen mitswingen muss. Ich weiß nicht, sag ja, falsche Zeit. Ich bin in der falschen Zeit geboren worden. Wow, Polizei. Guten Tag. Obwohl es eigentlich ganz schön versaut ist. Long Tall Sally hat alles, was Onkel Sam braucht. Oder Onkel Tom. Oder, ja. Ich konnte mal den Text. Vor allem, wir haben heute Nacht ein bisschen Spaß. We're gonna have some fun tonight.
Wow. Ach man, warum ist die Butz jetzt hier? Alter Schwede, das ist voll die aufgemotzte Karre. Geil. Ich mag das. Boah, jetzt haben wir einen kleinen Umweg. Lady, Vorsicht. Ach man, jetzt muss der mit seiner Familienkutsche da. Hier, weg. Weg, weg, weg. Leute, also es kann sein, dass ich bald das Radio volle Rotze aufdrehe und da gar nichts mehr rede, während ich fahre, weil ich finde die Musik... Es ist... fantastisch. Oh, da gab es doch auch mal ein Cover. Who Do You Love? Oh, schade, keine Musik mehr. Aber ich feiere das so richtig. 1950, gut. Okay. Gib Eddie seine 2000 Dollar. Ja komm, das machen wir jetzt noch. Ich habe zwar schon überzogen, oder? Wo bin ich denn? Ach nee. Okay, das machen wir nächstes Mal. Leute, ich danke euch fürs Zusehen. Ich feiere das Spiel abartig. Ich kann verstehen, warum das so gut ankam bei den Leuten, als es rauskam. Und ja, der Muffy zum Beispiel, der hat es ja, glaube ich, auch 2-3 Mal Let's Played. Kann ich auch verstehen. Richtig geil. Ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns zu Mafia 2, Leute.